Könntest du bitte einmal in den Keller gehen, zwei rote Paprika und drei gelbe Paprika hochholen und die in Würfel schneiden. Okay? Essen für 123 Heimbewohner. Schichtarbeit. Auch am Wochenende und den Feiertagen. Den Job in der Seniorenresidenz Hafkrug macht Miracola aus Albanien trotzdem gern. Für mich hier ist alles sehr, sehr nett. Ich liebe alles Kollegen hier mit Herz. Doch Miracola soll abgeschoben werden. Sie und ihre Familie sind nur geduldet. 2015 sind sie nach Deutschland geflohen. Vor einer Blutfehde, wie sie sagen. Ihr Sohn sei viermal angefahren, ihr Mann sogar angeschossen worden. Dennoch bleiben dürfen sie nicht, obwohl Miracola hier gebraucht wird. Ich stelle ja fest, dass wir Arbeit anbieten wollen, aber nicht in der Lage sind, eben Arbeitsstellen zu besetzen. Und wenn man dann jemanden gefunden hat wie Frau Kohler, die auch sehr menschlich mit unseren Bewohnern umgeht, dann ist das auch menschlich für mich eine absolute Tragödie letztendlich. Allein in der Gastronomie fehlen in Schleswig-Holstein rund 2500 Fachkräfte. Auch die Seniorenresidenz Hafkrug hat diesen Mangel zu spüren bekommen. Drei Monate haben sie hier nach Fachpersonal für die Küche gesucht, bis sie Miracola fanden. Wir bekommen in den Bereichen Küche und Reinigung überhaupt keine Fachkräfte. Der Markt ist leer. Wir streben Bemühungen an, eben Kräfte zu binden durch langfristige Arbeitsverträge, durch Zusätze, durch das Honorieren über dem Mindestlohn. Als wir dann dementsprechend diese Stelle besetzen konnten, war es für uns alle eine große Erleichterung. Um die Abschiebung zu verhindern, haben Heimleitung und die Senioren eine Online-Petition gestartet. Wir haben also schon eine sehr große Arbeit jetzt geleistet und es ist uns allen ein Anliegen und auch ganz besonders Ihnen als Bewohner, dass Frau Kohler mit Familie hier bei uns bleiben kann, bevor sie uns hier irgendwann weggenommen wird. Ich bin ja auch Flüchtling gewesen, ich weiß, wie das ist. Und dass man so mit jemandem verfährt, die nun schon mehrere Jahre hier ist, also, das begreife ich einfach nicht. Miracolas Familie ist in 3 Jahren in Deutschland angekommen. Sohn Lorenzo ist in der Jugendfeuerwehr. Die kämpft mit einem Brief für ihren Freund. Tochter Denisa wird Friseurin, Sohn Rodolfo Anlagenmechaniker. Beides Berufsgruppen, in denen laut Arbeitsagentur bei uns im Land mehr als 200 Stellen offen sind. Wir arbeiten, wir zahlen alle Steuer, wir zahlen alle Miete, also wir kriegen kein Geld von Jobcenter oder von der Gemeinde, aber ich verstehe das halt auch nicht. Das Altenheim will Miracola am liebsten sofort eine Ausbildung zur Köchin anbieten. Doch solange der Abschiebestatus besteht, gibt es dafür keine Genehmigung von der Ausländerbehörde.